Wort, Herr Kollege. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Entwurf Energiesammelgesetz setzen wir wichtige Ziele der Koalition um, die sich zum Zielträg der Energiepolitik bewegen. Die Abwägungen zwischen den Zielen Bezahlbarkeit, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit sind nicht immer einfach zu bewerkstelligen, aber meiner Auffassung nach sind sie in diesem Energiesammelgesetz gelungen. Den Ausbau der Erneuerbaren führen wir engagiert fort. Für Wind, an Land und Solaranlagen wird es ab nächsten Jahres Sonderausschreibungen geben. Jeweils 4 Gigawatt zusätzlich werden ausgeschrieben. Um den Wettbewerb und die Flächenverfügbarkeit sicherzustellen, strecken wir die Sonderausschreibungen über 3 Jahre hinweg. Die Sonderausschreibungen sind so austariert, dass wir weiterhin ambitioniert ausbauen, aber auch auf ausreichenden Wettbewerb und damit günstigen Ausbau achten. Aufgrund der in den letzten Jahren stark gefallenen Preise für neue Wind- und Solaranlagen werden sich diese zusätzlichen Mengen kaum noch auf die EEG-Vergütung auswirken. Dies ist auch ein Erfolg der Technologieförderung durch das EEG und zeigt auch, dass wir in eine neue Phase der Energiewende treten. Zugleich achten wir auf die Bezahlbarkeit. Daher senken wir die Festvergütung von großen Dach-PV-Anlagen moderat ab. Damit vermeiden wir eine Überforderung, die zulasten der Verbraucher geht, denn die Vergütung liegt bei sehr großen Dachanlagen rund 20% über den Kosten. Die Absenkung ist auch deshalb notwendig, weil wir sonst mit Brüssel beihilferechtliche Probleme bekommen. Der Vertrauensschutz muss dabei gewährleistet sein, auch das war heute Thema. Das ist sicherlich auch nochmal Thema der nächsten Beratungen und ich glaube, dass wir hier auch einen guten Kompromiss finden werden. Wir haben aber das Ziel, bis 2030 65% des Bruttostromverbrauchs zu erneuerbaren Energien abzudecken und machen damit ein Ziel, das wir 2040 ursprünglich mal vorgesehen haben, um 10 Jahre nach vorne. Damit wollen wir den Ausbau weiter engagiert beschleunigen. Die Voraussetzung dafür ist aber der Netzausbau, denn nur wenn der Netzausbau auch wirklich gelingt, kann der Strom auch an die Zentren, wo er dann auch gebraucht wird, dann auch genutzt werden. Einen Beitrag, um die Erneuerbaren und die Netze besser zu synchronisieren, leisten technologieübergreifende Innovationsausschreibungen. Hier sollen Projekte entwickelt werden, die besonders netz- und auch systemdienlich sind. Mit dem noch vorzulegenden Netzausbaubeschleunigungsgesetz werden wir auf der anderen Seite die notwendigen Maßnahmen treffen, um die Infrastruktur schnell auszubauen und zu modernisieren, dass die notwendigen Ausbaumengen für erneuerbare Energien auch aufgenommen werden können. Für einige Themen nehmen wir uns etwas mehr Zeit, um sie auch in Ruhe zu diskutieren. Das betrifft insbesondere die Akzeptanz von Windenergieanlagen. Wir alle wissen, die sind vor Ort nicht immer nur beliebt und auch das wird Thema sein der nächsten Jahre. Deshalb müssen wir hier Lösungen finden, um auch die Akzeptanz mehr aufzugreifen und auch hier bessere Ausbaupfade zu finden. Da haben wir uns in der Koalition darauf verständigt, diese Themen nochmal ausführlich auch mit den Ländern zu diskutieren. In diesem Zusammenhang soll auch besprochen werden, wie wir denn das Ziel 65% bis 2030 dann auch wirklich bewerkstelligen können. Einen Störfaktor bei den Windenergieanlagen beseitigen wir bereits im Rahmen des jetzigen Energiesammelgesetzes. Viele Leute stört es, dass die Anlagen nachts rot blinken, damit sie von den Flugzeugen besser gesehen werden. Da gibt es heute andere technische Lösungen und deshalb wollen wir hier einen sinnvollen Weg gehen und diese Anlagen zukünftig von diesen Blinkverpflichtungen befreien. Diese Befreiung ist technologieoffen gestaltet und ich glaube, dass wir nochmal auch Bedenken der Länder aufgreifen müssen und nicht nur, sage ich mal, nicht nur Radarwarnungen machen können, sondern auch, dass sie die Sensor, die Transponderlösungen auch mit einbinden. Beide Dinge sind auch machbar und beide Dinge sind auch jetzt beim jetzigen Gesetzgebungsentwurf auch schon berücksichtigt. Das können wir auch nochmal in den Gesprächen mit den Ländern nochmal auch klären und dann nochmal auch vielleicht auch da die Bedenken dann auch ausräumen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch was zum Zeitplan sagen. Die Fristverkürzung im Bundesrat brauchen wir nicht nur, um die Sonderausschreibung im nächsten Jahr zu starten. Die Fristverlängerung ist auch deshalb notwendig, weil noch weitere wichtige Punkte mit beinhaltet sind. Die KWK-Anlagenbetreiber zum Beispiel warten dringend auf die Umsetzung der beihilferechtlichen Genehmigungen für die Entlastung von der EEG-Umlage. Hier haben wir in schwierigen Verhandlungen eine gute Lösung für die Anlagenbetreiber und auch für die Energiewende und Energiewirtschaft erreicht.
Für alle Anlagen bis 1 Megawatt und alle Anlagen über 10 Megawatt bleibt es bei den bisherigen Regelungen, nach der nur 40% der EEG-Umlage zu entrichten sind. Für alle anderen richten sich die Belastungen nach den Vollbenutzungsstunden und damit nach deren Wirtschaftlichkeit der Anlagen. Ich glaube, meine Damen und Herren, das Energiesammelgesetz ist in weiten Teilen richtig und auch ausgewogen. Und ich glaube, dass wir damit auch weiter sicherstellen, dass die Energiewende wirtschaftlich und bezahlbar vorangeht. In diesem Sinne bitte ich um Ihre Unterstützung für dieses Gesetz. Herzlichen Dank.